Online-Medien-Knowledge-Nuggets zum Thema Typografie Teil 2. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. In der vergangenen Folge habe ich einen Überblick gegeben über die Entwicklung der Schriftarten. Heute möchte ich mir gemeinsam mit Ihnen anschauen, inwieweit Schriftart, Schriftbild und Lesbarkeit miteinander zusammenhängen. Hier kommt vor allem die menschliche Wahrnehmung wieder ins Spiel, denn wenn wir von Lesbarkeit sprechen, dann geht es darum, wie nehmen wir überhaupt physiologisch gesehen visuelle Inhalte wahr. Für die Textrezeption, für das Lesen, sind dabei vor allen Dingen drei Aspekte entscheidend. Die sogenannten Sakkaden sowie Regressions- und Fixationsphasen. Das Springen des Blicks von einem Fixationspunkt zum nächsten wird als Sakkaden bezeichnet. Wir lesen entsprechend nicht wirklich jeden Buchstaben, sondern wir springen von einzelnen visuellen Ankern zum jeweils nächsten. Daher ist die Lesbarkeit eines Textes auch nur bedingt von der Reihenfolge der Buchstaben oder einzelner Wörter abhängig. Das möchte ich Ihnen mal an einem folgenden Beispiel veranschaulichen. Haben Sie versucht, den Text zu lesen? Konnten Sie den Inhalt erschließen? In zahlreichen Studien konnte nämlich belegt werden, dass vor allen Dingen der erste und letzte Buchstabe für unser Textverständnis entscheidend ist. Die Reihenfolge der Buchstaben dazwischen spielt tatsächlich eine untergeordnete Rolle. Das kann man natürlich einerseits als Entlastung empfinden, dass Rechtschreibfehler zumindest dem Erschließen eines Textinhalts nicht unbedingt im Wege stehen müssen. Für unseren Kontext, den des Online-Designs, bedeutet das jedoch, dass wir mitdenken müssen, wie wir beispielsweise auf einer Webseite Zeilenlängen, Wortlängen umsetzen und Zeilenumbrüche im Idealfall vermeiden, wenn es darum geht, den Inhalt eines Textes auch rasch erschließen zu können. Darüber hinaus ist für unsere Interpretation der einzelnen Schriftzeichen vor allen Dingen die obere Hälfte des Schriftbildes entscheidend. Auch hier ein Beispiel. Sie sehen die untere Hälfte eines Schriftbildes. Können Sie den Inhalt erschließen? Das ist zugegebenermaßen eine rhetorische Frage. Ganz anders aber sieht das Ergebnis aus, wenn ich Ihnen die obere Hälfte des Schriftbildes zeige. Können Sie das Wort jetzt erschließen? Insgesamt sind es vor allem vier Gestaltungsfaktoren, welche die Lesbarkeit eines Wortes bzw. Textes zentral beeinflussen. Auf der einen Seite Zeichenhöhe, Proportion, Abstand und Laufweite, der Abstand der einzelnen Wörter zueinander, die Länge einer Zeile sowie der Abstand der Zeilen zueinander. Digitale Gestaltungssoftware macht es uns dabei einfach, durch kleine Veränderungen beispielsweise in der Laufweite oder im Zeichenabstand ein Wort noch gerade eben auf eine Zeile zu bekommen oder durch Verringerung oder Vergrößerung des Zeilenabstandes eine vorgegebene Fläche zu füllen. Nichtsdestotrotz, in Bezug auf die Lesbarkeit, sollte das mit Vorsicht gehandhabt werden. Was den Zeichenabstand betrifft, so scheint die beste Lesbarkeit gegeben zu sein bei einem sogenannten Drittelgeviert. Das heißt, wenn 33% einer Geviertbreite oder eben eine Punze, das ist der Innenraum eines Ns, jeweils den Abstand zwischen den einzelnen Zeichen definiert. Das klingt zugegebenermaßen einigermaßen theoretisch und kompliziert. Entsprechend möchte ich auch das an einem Beispiel deutlich machen. Hier sehen wir einerseits, was ein Geviert ausmacht, andererseits, was genau als Punze definiert ist und am Beispiel der beiden Buchstaben M, was ein Drittelgeviert in Bezug auf einen optimalen Zeichenabstand darstellt. Je nachdem, welche Schriftart Verwendung findet, unterscheiden sich auch die Punzenbreiten und damit ergeben sich ganz unterschiedliche Laufweiten für einen Text. Am Beispiel einiger ausgewählter Schriften habe ich das hier einmal zusammengestellt. Auf potenzielle Gefahren bei einem allzu freien Umgang mit Zeichenabständen habe ich eben gerade schon hingewiesen. Ist der Abstand zu klein, ist das Auge nicht mehr in der Lage, die einzelnen Wörter richtig zu trennen und entsprechend leidet die Lesbarkeit.
Doch auch andersrum wird es für uns schwierig. Ist der Abstand zu groß, zerfällt der Text und behindert die Erkennung der einzelnen Wortbilder. Dabei ist das Maß eines optimalen Zeichenabstandes und einer optimalen Zeichengröße keineswegs konstant. Vielmehr ist es so, dass je größer die Schrift ist, je kleiner kann entsprechend auch die Laufweite sein und umgekehrt muss es gehandhabt werden, damit eine Lesbarkeit nicht leidet. Ein weiteres Merkmal, das ich vorhin genannt habe, ist das der Zeilenlänge. Im Kontext der Online-Kommunikation, sofern denn die Umsetzung auf HTML basiert, können wir nur mittelbar die Darstellung beeinflussen. Hier sind Endgerät, Auflösung und Browser die bestimmenden Elemente. Grundsätzlich gilt jedoch in der Online-Kommunikation ebenso wie im Print, je länger eine Zeile ist, umso größer sollte auch der Zeilenabstand sein, um eine möglichst optimale Lesbarkeit gewährleisten zu können. Grundlage dieses Aspektes ist, dass das Einfehlen in die Folgezeile behindert wird, wenn die Zeile sehr lang ist, entsprechend der Weg ist halt weit. Zu kurze Zeilen hingegen stören den Lesefluss durch übermäßig viele Sprünge, auch das behindert die Textrezeption. Der Zeilenabstand lässt sich auf der einen Seite numerisch definieren und ist damit schriftartenunabhängig. Für die Lesbarkeit eines Textes entscheidend ist jedoch der optische Zeilenabstand. Dieser wird maßgeblich durch die Schriftart bestimmt. Maßgebliche Variable ist dabei die sogenannte Mittellänge. Ein Aspekt, den ich in der vergangenen Folge im Kontext der Schriftanatomie vorgestellt habe. Wenn man versucht zu polarisieren, gibt es im Grunde beim Zeilenabstand zwei Möglichkeiten. Auf der einen Seite einen sogenannten durchschossenen Satz, das heißt zwischen den einzelnen Zeilen ist ein klar erkennbarer Zwischenraum. Grenzt die Unterlänge einer Zeile direkt an die Oberlänge einer nachfolgenden Zeile, spricht man von einem Kompressorsatz. Als Orientierungswert für einen optimalen Zeilenabstand gibt man bei einer Schriftgröße von ungefähr 9 bis 12 Punkt 120% der Schriftgröße an. Allerdings auch hier gilt, je größer die Schrift, umso geringer kann der Zeilenabstand sein. Ferner auch an dieser Stelle noch einmal der Hinweis, dass eine Orientierung an Punktgrößen im Online-Design wenig hilfreich ist, denn aufgrund der Abhängigkeit von der Client-Seite, Bildschirmauflösung, Endgerät, Browser, kann eine Designsicherheit nicht hergestellt werden. Im Online-Design sind wir es daher gewohnt, immer von einer geschätzten durchschnittlichen Bildschirmauflösung und Bildschirmgröße auszugehen. Jedenfalls muss hier noch unterschieden werden zwischen mobilen Endgeräten und Desktop-Geräten. In jedem Fall aber kann die Faustregel gelten, Hinweise auf eine optimale Schriftgröße gibt es nicht, denn es gibt manche Typos, die in kleinen Graden schwieriger lesbar sind als in großen und auch wiederum andere, die in großen schwieriger lesbar sind als in kleinen. Hier hängt es im Zweifelsfall vom Look and Feel der jeweiligen Umsetzung ab, für was Sie sich entscheiden sollten. Allgemein gilt in dem Zusammenhang jedoch, dass leichte Schriften in kleineren Größen in der Tendenz eher besser lesbar sind als in großen Graden. Auch Schriften mit großen X-Höhen lassen sich in kleinen Größen leichter lesen als in großen Graden. Und analog zu den leichten Schriften in kleinen Graden sind starke und fette Schriften, insbesondere in großen Schriftgraden, gut darstellbar. Sofern Sie auf HTML-Basis arbeiten, sind Sie auf die Umsetzung gemäß der verfügbaren Standardschriften angewiesen. Wenn Sie einen größeren Gestaltungsspielraum haben, dann orientieren Sie sich an einer hohen Mittellänge, einem relativ gleichmäßigen breiten Strich und an einem Fehlen von Serifen als Kriterien für eine gute Lesbarkeit am Bildschirm. In Bezug auf die Lesbarkeit besonders geeignete Bildschirmschriften sind entsprechend die Arial, Futura, Tahoma und so weiter, von denen entsprechend viele auch zu den eben genannten Standardschriften gehören. Die Lehrbuchmeinung, und so habe ich es eben auch zitiert, unterstellt Serifenschriften eine schlechtere Lesbarkeit als Grotesken. Gleichwohl zeigen tatsächlich verschiedene Studien, dass diese Qualitätsunterschiede nicht existent sind. Ich persönlich, das darf ich an der Stelle einfließen, bin gleichwohl ein großer Freund von serifenlosen Schriften. Ich finde die einfach persönlich besser lesbar. Unabhängig davon zeigen eben verschiedene Studien, dass noch viel wichtiger als die objektive Lesbarkeit das ist, was eine Schrift vermittelt, der Look and Feel, da
das, was quasi über die Information, die mit ihr kodiert wird, hinaus ausgesagt wird. In diesem Sinne haben Schriften halt eine assoziative Wirkung, das heißt, jede Schrift wirkt auf den Leser auch bildhaft. So assoziieren vermutlich viele von uns mit Pinselstrichen Asien, während gotische Schriften auf uns sakral wirken und uns vielleicht an große historische Kirchenschiffe denken lassen. Die serifenfreien, grotesken Schriften erscheinen, je nach Kontext, mal modern, progressiv nüchtern, halt unpersönlich und kalt. Darüber hinaus gibt es viele, viele Schriftarten, die Sie und ich, stichweg aus unserer Erfahrung heraus, mit bestimmten Kontexten, mit bestimmten Inhalten in Verbindung bringen, unabhängig davon, was mit der Schrift jeweils kodiert worden ist. Also hier beispielsweise die vier genannten Schriftarten. Ich bin sicher, hier haben Sie jeweils ganz spezifische Assoziationen. In diesem Sinne gibt es in Bezug auf die verschiedenen Schriftarten auch so allgemeine Orientierungen in Bezug auf die Schriftwirkung. Die Renaissance Antiqua gilt beispielsweise als würdig und in sich ruhend. Barock Antiqua werden als spannungsreich und variabel beschrieben. Die klassizistische Antiqua gilt als klar, edel und gediegen, während die serifenbetonten Antiquas als kraftvoll, konstruktiv und vor allen Dingen linienbetont beschrieben werden. Sachlichkeit und einen konstruktiven Eindruck vermitteln serifenlose Antiquas. Schreibschriften gelten generell als verspielt, kursive Schriften als dynamisch. Variationen in den Strichstärken werden unabhängig der Schriftart häufig als elegant wahrgenommen, während gebrochene Schriften auf uns in der Regel einen eher tradierten Eindruck machen. Fette Schriften und Schnitte wirken dominant, laut, schwer, träge und stehen im Kontrast zu leichten Schriften und Schnitten, die eher dezent und zurückhaltend auf uns wirken. An dieser Stelle vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.